Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Forza Horizon 5 Video. Und hier in diesem Video möchte ich auf einen Glitch eingehen, der jetzt auch wirklich ein Glitch ist. Vorher aber eine kleine Vorbereitung. Ich zeige euch jetzt ein Rennen, was nicht von mir ist. Ich werde sowas auch mal selber erstellen, aber jetzt gehe ich erstmal hier auf Creative Hub und gehe auf Event Lab und dann Veranstaltungsblaupausen und gehe dann auf die Suche und gebe folgenden Code ein. Und zwar 743324179 und bestätige das Ganze und gehe nochmal auf Bestätigen. Und da haben wir ein Rennen von jemand anders, ist nicht meins wie gesagt, aber wir gehen da mal rein auf Solo und dann nehmt ihr euch ein Auto eurer Wahl, am besten natürlich ein Auto mit einem Fähigkeitenboost, so wie ich jetzt hier mit dem Lamborghini. Und dann nehme ich diesen Wagen auch. So, direkt. Wenn wir hier sind, gehen wir auf Schwierigkeitsgrad und da könnt ihr das alles so hochballern, wie es nur geht, auf 85% unschlagbar, unterstützt automatisches Lenken, warte mal, das können wir eigentlich, das ist eigentlich völlig egal, aber das könnt ihr ruhig anlassen, hier Bremsen unterstützen, Bremsen braucht man nicht, Quatsch, das ist sogar so noch besser, unschlagbar, Antiblockiersystem aus, automatisches Lenken lasst ihr ruhig an, Traktionskontrolle aus, Stabilitätskontrolle aus, Handschaltung und der Rest ist völlig egal, zurückspulen und den ganzen Kram braucht ihr nicht. Dann speichern und fortfahren und dann geht ihr raus und startet die Veranstaltung. Jetzt dürft ihr nicht vergessen, nicht einfach Vollgas geben, ne? Der Wagen bremst jetzt nicht mehr alleine. Ihr müsst jetzt da so ein bisschen selber mit hinlenken. So, und jetzt könnt ihr den Rest aber weitermachen. Nur den Start müsst ihr halt einmal ein bisschen reinlenken. Der Rest passiert hier von ganz alleine. Und das ist schon alles. Und wenn das fertig ist, hier nach ungefähr 30 Sekunden, ihr könnt es oben sehen, Fortschritt. So, 72, 80, jetzt schon 80. So, 90% und 100%. So, jetzt habt ihr das hier beendet. Ja, bei mir sind es jetzt 29 Sekunden. Jetzt wartet ihr, bis ihr hier landet. Und geht dann auf Neustarten. Da kommt zwar die Meldung, ihr verliert euren Fortschritt, wenn ihr das macht. Aber die Punkte verliert ihr nicht. Das ist irgendwie, keine Ahnung warum, das ist Quatsch. Ihr bekommt die Punkte trotzdem. Da bekommt ihr massiv Skill Points. Wirklich, es ist nicht übertrieben. Ihr bekommt richtig, richtig viele Skill Points in kürzester Zeit. So, Moment, jetzt hat der Wagen hier ein kleines Problem gehabt, aber ist nicht schlimm. So, jetzt beschleunigen wir hier. Wie gesagt, am Anfang müsst ihr ein bisschen vorsichtiger losfahren, weil ja die Bremshilfe abgeschaltet ist. Aber so bekommt ihr sehr schnell sehr viele Skillpoints. Und wenn ihr das gemacht habt, was weiß ich, wenn ihr 100, 200, 300 Skillpoints habt, ist ja egal wie viel. Dann könnt ihr mit der Methode weitermachen, die ich euch jetzt zeige. Keine Sorge, wir kommen noch auf den Glitch. Erstmal zeige ich euch, wie ihr an die Punkte kommt. Dann zeige ich euch, wie ihr Super Wheel Spins freischaltet. Und dann zeige ich euch einen Glitch, weil es gibt einen Glitch mit den Super Wheel Spins. So, wenn ihr dann genug von dem Ganzen habt, keine Zeit mehr, keine Lust mehr habt oder was auch immer, dann geht ihr wieder ins Pausemenü, geht auf Automeisterung und guckt nach, wie viel verfügbare Punkte ihr habt. In meinem Fall habe ich mir jetzt 205 Punkte freigeschaltet und jetzt geht's weiter. Wir gehen auf Auto kaufen und nach der kurzen Ladesequenz zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ihr geht jetzt hier nicht auf die Automesse, sondern geht auf Fuhrpark, klickt hier nochmal auf Fuhrpark und dann seid ihr hier in diesem Fuhrpark. Genau, jetzt habe ich dreimal Fuhrpark gesagt, sehr schön, sehr toll. Und geht dann hier unten auf Porsche. Der kostet 80.000, den ich euch jetzt zeige, weiß ich. Na, aber es lohnt sich, ihr bekommt das wieder. Also, der 2015er Cayman GTS. Weißt du was ich, wir kaufen den jetzt einfach 10 Mal. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach komm, scheiß drauf. 13, 14, 15, 16, egal. Jetzt habe ich den einfach 16 Mal gekauft. Und dann gehe ich jetzt aus diesem Menü nicht raus, sondern ich gehe auf meine Autos, gehe jetzt unten auf Porsche. Es hat sich schon wieder verändert. Ich gewinne ständig neue Autos. So, da, Porsche. Da ist jetzt Porsche. Und jetzt könnt ihr das sehen. Nochmal zur Erklärung für alle. Ihr fragt mich immer wieder in den Kommentaren, woran sehe ich, dass mein Auto neu ist? Die sehen doch alle gleich aus. Also, hier unten rechts steht neu dran und an dem steht nicht neu dran. Das heißt, in dem habe ich schon drin gesessen, in dem habe ich schon den Super Wheel Spin freigeschaltet. Deswegen kann ich diesen Wagen aus dem Fuhrpark entfernen
und setze mich jetzt nicht in den. Den kann ich auch entfernen, genau. Genau, und dann setze ich mich jetzt in den hier rein. So, und dann gehe ich einmal mit B da raus. Upgrades und Tuning, Automeisterung. Und schalte mir mit 1, 2, 3, 6, 11 Punkten den Super Wheelspin frei. Und das macht ihr jetzt mit jedem einzelnen Porsche, den ihr da gekauft habt. Also mit jedem einzelnen von diesen. Ihr steigt jetzt wieder den nächsten ein, wo neu dran steht. Geht wieder auf B, wieder auf Tuning und wieder auf Automeisterung 1, 2, 3. Das sind nochmal 3 sind 6 Punkte, nochmal 5 sind 11. Da ist der zweite Super Wheelspin freigeschaltet und wie gesagt, das macht ihr jetzt mit allen anderen auch. Moment, ich zeige euch einmal noch. In einen seid ihr eingestiegen und immer wieder, wenn ihr in einem neuen Porsche eingestiegen seid, könnt ihr den nächsten hier aus dem Fuhrpark entfernen und macht das so weiter und so. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alle meine Punkte verbraucht habe. Bis gleich. So, und dann nochmal bei meinem letzten Porsche Cayman. Denn dann sind meine Punkte verbraucht. So, Upgrades, Tuning, Automeisterung. So, 18 Punkte habe ich noch, 11 brauche ich. Und dann wären meine Punkte wieder verbraucht. Ich habe jetzt noch 7 Punkte übrig. Und jetzt gehen wir raus aus diesem Menü. Und gehen danach ins Pausenmenü und gehen auf mein Horizon. Und jetzt könnt ihr sehen, dass wir plus 9 Super Wheelspins haben. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele das jetzt waren. Ist jetzt auch egal. So, und jetzt kommt es zum eigentlichen Trick. Man braucht ein bisschen Glück. Aber darauf gehe ich jetzt ein. 17 Drehungen übrig. Jetzt brauchen wir am besten auf allen drei Gewinnen ein Auto. Welches ist dabei schon fast egal. Aber ja gut, jetzt habe ich gerade ein bisschen hier. Moment, so, jetzt kommen wir mal. Jetzt gib mir mal 2, 3 Autos. Hey, jetzt geht's aber los hier. Was soll das denn? Guck mal, da sieht man den Sesto Elemento mit einem Fähigkeitenboost. So, ich hatte bis hierhin leider kein Glück, aber ich will es euch trotzdem zeigen. Wenn ihr 3 Autos gewinnt, die ihr schon habt, dann geht auf das erste Auto verkaufen, das zweite Auto verkaufen, ihr bekommt das Geld. Euer Super Wheelspin wird aber noch nicht als verbraucht angezeigt. Im dritten Auto beendet ihr an dieser Stelle das Spiel und startet das Spiel neu und ihr habt euren Super Wheelspin wiederbekommen, habt aber trotzdem die ersten 2 Belohnungen bekommen. Das heißt, ihr behaltet euren Super Wheelspin und behaltet die ersten beiden Belohnungen. Egal, ob das ein Auto ist, ob das Geld ist, eine Hupe oder sonst was. Also Credits, nicht Geld, sondern Credits. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Also, wir haben 2 Drehungen übrig. Jetzt habe ich hier ein Auto und den Wagen habe ich schon noch nicht. Ja, den Wagen hatte ich noch nicht, so. Eine Drehung übrig und so, Ferrari F40 und ein Aston Martin DB11. Jetzt gehe ich auf Preis abholen. Das war meine letzte Drehung. Und dann haben wir hier einen Volvo und Mitsubishi. Den Mitsubishi habe ich schon, den Volvo nicht. Das heißt, ich hatte ja jetzt den letzten Wheelspin verbraucht. So, jetzt beende ich das Spiel über alten F4. So, nach dem Neustarten könnt ihr sehen, dass meine Credits geblieben sind. Ich war runter auf 17 Millionen oder 16, 17 Millionen war ich runter. Jetzt auf 21 Millionen, das heißt, die gewonnenen Credits habe ich behalten. Wenn ich jetzt hier rausgehe und dann wieder in das Menü reingehe und auf mein Horizon, könnt ihr sehen, dass der letzte Super Wheelspin wieder da ist. Das heißt, ich habe ja jetzt 0 gehabt. Ihr habt es gesehen. Ich habe den letzten Super Wheelspin habe ich gemacht. So, jetzt mal gucken, ob ich Glück habe. Zack, zack, zack. 2 Autos. Den Chevy Impala habe ich noch nicht. Und den Subaru habe ich, glaube ich, schon. Jetzt fragt er mich, ob ich den Subaru verkaufen will. Und dann beende ich das Spiel, weil ich den Impala noch nicht habe. Ne? Ich habe jetzt kurz gewartet. So, nachdem wir wieder im Spiel sind, könnt ihr sehen, die 21 Millionen sind noch da. Wenn ich jetzt auf meine Autos gehe und jetzt auf Chevrolet
Und dann suche ich mir hier den Impala raus. Und da ist er. Den Impala habe ich bekommen, obwohl ich das Spiel beendet habe. Und wenn wir aus diesem Menü jetzt wieder rausgehen und in das Menü wieder reingehen und auf mein Horizon klicken, seht ihr, dass der Super Wheel Spin wieder da ist. Das heißt, ihr könnt immer wieder das Spiel beenden, neu starten. Die anderen Belohnungen bekommt ihr. Ihr müsst natürlich das Glück haben, dass ihr ein Fahrzeug bekommt, welches ihr schon im Fuhrpark habt. Dann wird gefragt, willst du es verkaufen? Und ihr beendet das Spiel und startet es neu. Das ist der Glitch. Ein neuer, wunderschöner Glitch. Mal gucken, ob ich Glück habe. Ich war blöd, ich hätte warten müssen, bis ich, ne, als ich noch mehr Real Spins hatte. So, jetzt gehe ich auf Preis abholen. Keine Ahnung, ob ich die beiden schon habe. So, diesen Wagen habe ich schon im Besitz. Den BMW nicht. Ich glaube, das war gerade ein BMW, oder? Den BMW habe ich nicht im Besitz. Also, Spiel beenden, neu starten. Der Super Wheel Spin ist wieder zurück. Und ihr habt wieder die Chance auf schöne neue Preise. Und das könnt ihr immer wieder machen. Aber macht es am besten. Sammelt euch 10, 20 Super Wheel Spins. Und macht das dann. Falls ihr mal bei einem Super Wheel Spin kein Glück habt, dass da kein Auto kommt, dann ist ein Super Wheel Spin halt weg. So, das ist der schöne neue Glitch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, lass mir auf jeden Fall ein Abo da. Ist natürlich kostenlos. Aktiviere die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn ich das nächste Mal ein Video hochlade. Und folgt mir noch auf Twitch, wenn du mal live dabei sein willst. Ich mache demnächst mal wieder ein paar Tuning-Treffen. Und dann bin ich jetzt raus. Sage bis zum nächsten Mal und ciao. Euer Marvin Keno.